Okay, hello, Grimanisa in New York, in Manhattan, actually. Welcome to our podcast that we're doing every week for a really international crowd, artists, architects, cooks, chefs, fashion designers, and anybody else who wants to get involved. I want you to introduce yourself in a second, but Grimanisa Amoroso and I, we met 2 years ago on a cruise on the Nile. Yes. Very Agatha Christie, and we fell in love. We were having fun talking about God and the world and traveling, and it's so good that you're here. Do you want to introduce yourself quickly? Sure. Well, thank you, Ruthie, you know, for, you know, this opportunity, you know, to be talking with you on, you know, at these times and on your wonderful platform. And I actually was born in Peru, and it came into New York City in 1984. So have been living here since. I'm interdisciplinary artist, and I work primarily with light. Okay, and every single time, ever since I met you, your husband, your daughter, you know, whenever I come in into New York, the first stop is your loft in downtown. In Tribeca, my favorite area. I used to live there for 5 years myself, around the corner in Leonard Street. So I would go into the elevator, say hello. You're usually out on the way to the airport or something else, but it's always a lot of fun. And I even watched the Oscars once with your daughter. And I think also we didn't in the time when I lived in New York, you know, I guess you always meet people that you're supposed to meet at one point in your life. That's how it feels with us. Absolutely. And it was so funny because in the last few weeks, ever since we're all in shutdown for the last two months, you know, I saw a photograph of you where you were sitting, you know, at home. And so I sent you a photograph back with also very colorful outfits. I don't think anybody out there knows me in anything other than black, but that's how it all started, you know, that we talked once in a while. Yes. So, Grimanisa, what we want to talk about today is your art. Clearly, you work super international. I mean, I don't know how many months or days a year you even managed to be in New York because you're wanted all over the world. How did that start? How did you start doing art, and how did you become so internationally well known? Well, I had an early start, actually. I was about 10 years old when I started drawing a lot of maps. I was fascinated drawing maps since I was 10. And so my mother realized that and actually gave me classes on art. And I started by drawing and then oil painting. And so that's how actually my beginnings, you know, I was obsessed in discovering the world through the maps that I was doing. And I recall again, I was 10. And I think that I often pride myself of being, you know, professional, and that also I'm fortunate that people enjoy working with me. And because of that, they recommend me and my work, you know, for their projects. So besides, there's also a lot of effort, of course, that I put into the work. Well, you know, we are architects, or I mean, a lot of the people that will listen to you are my students that helped me create this. And that's why we're doing this, because we don't have a lecture series right now. And we can't sit together in our bar that's in our university and can discuss things. So light is super important. You know, in architecture, we use light to make people bright and awake. In shops, we use peachy light to make the cellulite go away. And we can, you know, we can really rack people down. You know, if the police wants to know what a bad person did, they usually point the light to them. How did you end up with light art? How do you use light? Let me show you mine. I got this just for you. So everybody has a small little cell phone light, you know. Oh my God. Oh my God, that's my, you know. And you need to get that. If you, you do make my day, Ruthie. You really make my day. That's a wonderful. It's like my halo, you know. My private halo. Yeah, but I thought you should see that I'm trying to look peachy for you today. I love it.
So, I love you in all your forms. Yeah, you're so sweet. So how do you use light colors, and what's the meaning of different light colors in your work? I have to say that I use actually light as an instrument, you know, for expression, you know, to be able to translate my work. And I also create a structure that is going to be connecting to people. So there's a lot of elements, you know, besides light, right? As you know, architecture plays a very large role in my work. So there's, you know, there's a couple of things playing, right? You have the viewer, you have the architecture, and then you have the work. And the light becomes this instrument of expression that will be able to connect all of those three elements. And not necessarily I chose particular color, because I often, when I ask, what is it going to be the lighting sequence, what I'm going to do, I often say that I have no idea. And that happens much later. And normally after I finish with the piece that is going to be installed. As you know, sometimes it's permanent, sometimes it's temporary, outdoors, indoors, but there's always the structure that is going to be the connector. I've seen, I mean, in case anybody is wondering, we have slides that we show if you work, and we will show mm-hmm. a couple of small clips afterwards. So, you know, when we broadcast this, we might start with a clip, then talk about, you know, then show what we are talking about, and then show a clip again, so everybody understands what we're talking about and has an image in mind. So I think that you use light as a secret power, not so secret power, but really a connector. And it's a very, you know, the movement of the light. I'm just fascinated even by that piece that I saw in your own apartment, like huge strings of light coming down from the ceiling and connecting the ceiling and the floor. So for me, it's a super architectural work. And I think that's how we also got connected. How do you come up with a proposal for a building versus a park? How do you find your concept? Do you go there? Do you get inspired by what you find, by the nature or by the building, the man-made product? How do you start? Well, everything is a situation, right? Every project is very different from each other. So I think that for me, it's primordial to go to the site. That makes all the difference, you know, for me, actually. You, depending, especially because my work on many occasions are very large. So being on the site is very important, which of course it requires a lot of more effort. You have to go and travel to the sites. But that is going to enable me to be able, when we were discussing before, you know, that the light actually becomes a tool for me, you know. So that light, right, it's also because, you know, it's ephemeral. As you know, light cannot be able to be caught by any second. The structure, the physicality of the work is going to be enable me to encapsulate, you know, the whole site, right? We were discussed before about architecture, the piece, and the viewer. So the colors with the structure allows me, you know, to do so, right? So it's basically my response to where I'm installing on that physical space. And that's what also a pre-site visit before I do the installation, before I do a proposal, is really for me mandatory, especially when you do very large projects, because the site is going to inspire me. You know, like I mentioned before, I do not do the sequence until I finish the installation of the artwork, and that's going to be depending. It can be I could be on the site 2 days, all the way to maybe 3 weeks. You know, and each site, depending on the architecture and the culture environment, is going to inspire me to connect with the people also in a different way. So there's a lot of elements, you know, that are part of this power, you know, secret to connect, you know, the viewer to the artwork.
a lot of different elements for me. I've seen a lot of photographs from your construction sites where you stand with tons of, you know, you're in your blue coat and all the others around you and all the handymen, and I can just imagine how much fun you guys have on the site. I do. I love it. And it's interesting because there are different, you're talking about different cultures, right? You know, when you're going to India. So, you know, you could imagine for this project, you know, managers, these engineers, you know, they have a woman that they have to sort of like, you know, follow. But I think that in a humble way, you have to be confident, right? And they perceive that confidence. So they feel right away that you know what you want. So they're going to feel comfortable, right? And then they forget about it. If you are a woman or a man, it's about you being there and doing the job right at the end. I love construction sites. And, you know, I grew up in a construction business and I didn't play with the small stuff. I took the real machines out of the garage. Really? You know, it's funny, you know. Wow, because you know my father was an engineer too. So you know, growing up like you, I was going into these construction sites at a very, very early age, and so I felt very comfortable. Well, we definitely have to get you to Germany soon and to Munich, and I'm very confident that that will happen sooner than we think again. At least, you know, that's in my prayers. I like when I see your videos how you seem to decide about the light color and the technology behind it, and that's how you create your oeuvre. A few weeks ago, your daughter posted something on Instagram. I'm not even sure if you're aware, but you were sitting on the floor of your workshop and you were doing teeny little models, you know, much tinier than the real stuff. So how easy is it for you to calm down in these times, you know, sitting locked in New York, the most amazing city, but still you're at home? Can you chill? Can you completely concentrate on your work? Are you coming up with new ideas? Yes. I think that all of the above that you have mentioned, it is a change in my life because, as you know, I spend a lot of my time, like many of us, you know, in planes and hotels and in different, you know, countries. And so being at home, actually, it is nice. It's giving me a balance in a different way. And I say that because it gives me, it allows me to think about how I'm gonna keep, I keep on evolving as a human, right? Basically every day. So with that, my work also. And so I'm already thinking about using, for example, different materials for a next project that I have. And so the fact, when I'm doing these little mock-ups, right, I love them. You know, they're delicious because, you know, they're very controllable. And I see right away the finished product also, much faster than when I'm in installation. And obviously it's, you know, the physical of me doing it gives me a lot of much joy, which sometimes, you know how it is when we are working and we're on the road, we don't have that much time. Sometimes we don't have enough, for me, for example, time to read a book from to cover, right? Which I used to do quite a lot. So these times actually are giving me balance to keep on evolving. And I think that I always have been, as an artist, concerned about how could I make people think, obviously. And by doing so, at the same time, you inspire them. And by that, they become in general more creative. So they, and that doesn't mean not only in the art fields, right? You know, they could be in science, they could be in business. And it's all about how they could manage to think more creatively in general in life. So that's something that I always knew as an artist that I wanted to do with my work. Communication with my viewer is quite important. And so that's what I was thinking, that the whole pieces, no matter if they are outside or interior, they encapsulate. And architecture, again, I go back to it because for me, it's a romance with that unknown. How do I make that building, right, communicate with the work? So the building is not going to reject the work,
but it's going to take it and become somehow one. So mm-hmm. they could both work together. So when the viewer gets inside a building or even outdoors, becomes one whole piece. Well, Kirmanesa, this was such an inspiring talk, and especially I liked very much what you said about, you know, your little mock-ups and how it inspires you to do more, and how we can find peace in these times and become even more creative. And I just asked all my students from the second term to do the same and build more models, because, you know, even if we don't have the normal materials and no workshop, but to experiment more. And so I think, you know, if once in a while we will put a link in on Instagram and people can follow you and share a model of your work with us once in a while. Would be great. No, I love it. Perfect. Well, Kirmanesa, I will, after this, show some more of your clips, and we will also give everybody a link to Instagram. And I'm very, very grateful that you talked about your art and the way you approach your art today with us. I'm super, super happy. Thank you so much, and say hello to your family. Please stay on the line. We will stop the recording now, but I want to talk to you a bit more. Okay, Ruthie, thank you so much. Thank you for you. Your heart is more beautiful. Lieber Wolfram, ich habe gerade erfahren, dass wir getaped werden. Wolfram Putz, einer der drei Partner vom Graft Lab, Graph Architects, den Grafties. Ihr seid eine der vielen jungen, der wenigen jungen Wilden in Deutschland, sage ich mal. Und ihr habt letztes Jahr als Kuratoren die Biennale bespielt im Deutschen Pavillon. Und da gehe ich jetzt schon medias res. Ich meine, wir reden natürlich klar hier in Corona-Zeiten. Nächste Woche am Donnerstag wäre die Preview. Die Biennale ist nach hinten verschoben auf Ende August. Was ist dein Gefühl? Du warst in der Jury dieses Jahr zusammen mit einem deiner Partner, dem Thomas. Was ist dein Gefühl? Wie werden wir nächste Woche begehen und wie wird die Biennale dieses Jahr sein? Na, nächste Woche werden wir natürlich ein Aperol in Berlin trinken und uns vorstellen, wie das wäre, wenn
der Brandelhuber und seine Freunde den Pavillon so schön eröffnen werden. Da waren wir natürlich alle schon ziemlich gespannt darauf, wie er, der ja durchaus auch ein Wilder und ein Provokateur und ein Überrascher ist, mit seinem Thema umgeht. Man darf ja nichts verraten, das war in der Jury aber natürlich schon auch spannend und hätte sicherlich in diese Zeit gepasst, wobei ich mir mal vorgestellt habe, Mann, der muss ja alles jeden Tag neu schneiden von seinen Filmen, weil je weiter die Corona-Krise war, weil sich die Zukunft, über die er ja sprechen würde, will, sich dauernd weiter veränderte in der Zukunft. Also ich habe gestern mit ihm gesprochen, nicht live, aber ich mit seinem Presse-Department, weil ich natürlich parallel zu euch praktisch auch interviewen wollte. Aber die sind ziemlich busy und das ist auf alle Fälle nicht möglich für nächste Woche und wird dann wahrscheinlich eher zum August passieren. Ja? Also ja. Der war jetzt so zeitnah nicht zu haben. Mhm. Erzähl doch mal von eurem Projekt, das ja einen ganz starken Deutschlandbezug hatte. Und da ich ja immer einen von euch irgendwo treffe in der Jury oder bei der Diskussion, weiß ich natürlich auch, dass ihr neue Pläne habt oder schon neue Pläne umgesetzt habt für euer Biennale-Projekt. Ja, also die Biennale, die wir kuratiert haben, hatte ja ein ganz spezielles Datum, das nicht nur für Architekten, sondern eigentlich auch für unser Land, für Deutschland und auch die Welt in eine sogenannte zeitgleiche fiel, die Wiedervereinigung, das Wegschmelzen des Kalten Krieges. Das war genauso lange her, wie die Mauer gestanden hat zur Zeit unserer Biennale. Und das haben wir eigentlich genommen, um etwas unerwartet uns eigentlich mit unserer Heimat zu beschäftigen. Wir haben ja eigentlich unser Büro in der Fremde gegründet, sind nach den USA gegangen, sind eigentlich der digitalen Avantgarde und der Neugierde und der Zukunft viel mehr verpflichtet als der Rückschau. Aber es war irgendwo ein Moment des Innehaltens, um auch die Debatten der letzten Jahrzehnte und die Ausblicke in die Zukunft eigentlich in eine Ausstellung zu gießen. Und diese Debatten waren ja, wie wir alle wissen, stark auch von Nostalgie und Angst und teilweise Populismus geprägt. Dinge, die uns bis heute beschäftigen und nicht nur von Freude, Leichtigkeit und Zukunftsglück. Aber eigentlich war das ganz schön, weil dieser Mauerstreifen, mit dem wir uns beschäftigt haben, eigentlich wie ein gebautes Manifest jetzt da steht, auch für das psychologische Diagramm dieser 28 bis 30 Jahre. Wir hatten ja mehrere Sponsoren, auch unerwartete Sponsoren gefunden, unter anderem auch eben den Axel Springer Verlag, der sich ja mit dem Thema der deutschen Wiedervereinigung schon seit dem Bau der Mauer stark beschäftigte und der sich entschlossen hat, diese Skulptur und deren Inhalte in seinem von Rem Koolhaas hier in Berlin jetzt gerade am Fertigstellen sein, das große neues Headquarter, ins Erdgeschoss einzubauen, als sozusagen eine Kunst am Bau. Das Monument, das genau auf dem Mauerstreifen steht, in diesem Gebäude, der dieses Gebäude steht im Grunde, die Mauer lief diagonal durch das Foyer und genau auf diese Stelle haben wir jetzt dieses Kunstwerk eingefädelt. Das war natürlich mit Rem Koolhaas durchaus ein kleines Tauziehen. Wir hätten es lieber dahin gehabt, er hat es lieber dahin gehabt, er war hier auch in meinem Büro. Und nachher haben wir uns aber geeinigt, war ein ganz spannender Prozess. Also ich muss sagen, ich war mega beeindruckt, als Thomas das erzählt hat, weil ich meine, wir wissen ja, dass Rem Koolhaas auch vor wenigen Jahren Kurator war für den Hauptpavillon und da ja einzelne Bauteile sich genau angeguckt hat. Und ich finde, es ist ein wahnsinnig großes Kompliment, dass Rem Koolhaas eure Arbeit so relevant findet, dass er das in einem seiner Gebäude unterbringt. Also ich glaube, mehr kann man gar nicht geadelt werden. Ja, man muss allerdings sagen, er hatte auch nicht so eine große Wahl, weil Matthias Döpfner und Friede Springer eigentlich als Erste gesagt haben, wollen wir unbedingt machen und wir sollen uns mit Herrn Koolhaas arrangieren. Aber es ist ein tolles Gespräch mit ihm entstanden. Wir schreiben gerade ein neues Buch über Identities und also in Zeiten von Identitätspolitik und großen Krakelereien haben wir uns gesagt, wir wollen auch beleuchten, wie Architektur und Identität eigentlich funktioniert und diskutiert wird und haben da einige Leute eingeladen
aus den verschiedensten Bereichen sich dazu zu äußern. Und da hat Kolas auch ein Gespräch, werden wir davon mit ihm abdrucken. Denn, wie ihr alle wisst, ist natürlich das Bauen in Berlin, das Bauen auf dem Mauerstreifen, das Bauen für moderne Architekten in Berlin durchaus ein Thema, das nicht einfach war. Und dass auch Kohlhaas seit seinem Raustürenknallen in der Jury zum Potsdamer Platz dann doch dem Bauen der holländischen Botschaft in Berlin, hat er eine sehr, sehr problematische Geschichte auch hier mit Hans Stimmern hier gehabt. Also das war ein tolles Gespräch über auch diese Geschichte von Berlin, einer Stadt, die er liebte. Er hat ja seine Diplomarbeit über die Mauer gemacht. Also spannendes Thema. Wir haben uns auf jeden Fall gefunden, aber wir wurden auch ein bisschen erstmal verheiratet von außen. Total egal, wer der Matchmaker war, weil dann. Mir ist auch gerade aufgefallen, dass wir das Ganze in Deutsch machen, weil wir beide Deutsch sind. Aber wir haben wahrscheinlich auch internationales Publikum. Sollen wir einfach umswitchen oder bleiben wir beim Deutschen? Problemo. No problemo, okay. It's always strange when two Germans speak English, but let's do it in English then. we have a lot of international people watching today because we interviewed a wonderful artist. She does sculptures with light, and I think that all the people from New York and from all over the world who will be watching her, and also we interviewed my coach. It will be very interesting for them to also understand some of what we say, and hopefully they don't switch off beforehand. You just mentioned that, of course, while meeting Rem Koolhaas, you know, creative minds like you know, you three guys and Rem, you came up with a new idea for a book about identities. I think it's a very important topic, especially in Corona times. I was prepared to ask you the question, what is Craft Lab thinking about right now? How are you using these times to come up with new ideas for the future? And I know it's a super big question, and a lot of people say, oh, wow, I can't answer this yet. And, you know, I don't ask you to predict the future, but, you know, I like that saying, in order to predict the future, you have to design it, or in order to design the future, you have to predict it. Either way, what are you up to? Well, we are doing a couple of things. Firstly, of course, we are trying to secure the office as an economic entrepreneurial Heimat for a lot of grafties, and that's not an easy task. We are anticipating that the corona consequences will hit the building sector and real estate and planning professions around midsummer, late summer. That's when we will see it, because things are a little bit delayed in our profession. We're still doing things that have been sort of acquired earlier, but slowing down in the acquisition pipeline is basically what we can see. So we are doing that. We are targeting typologies, clients, etc., that we think are crisis proof. We are carefully watching markets and typologies in which we have been successful lately that we think will be hit by the crisis, particularly the office building commercial sector. So that's what we're doing. We can go into detail in a minute. And then thirdly, what we are doing, we have had a change, and we have an agency on the side of Graft Architecture Firm. It's called Brand Lab. This is basically a think tank, a Leistungsphase Null sort of a research service unit. It's also something that basically thinks about identities of brands or identities of spaces and buildings in the three-dimensional realm. And we had a change of our CEO team. And the new CEO team is Rico Zocher, a German coming from a very prestigious and large-scale agency, and Nicolas Hafamas, who was a department head in the Art Center in Los Angeles for the last 10 to 15 years, and was the co-founder of Triad Agency here in Berlin. And so that also will kickstart as Brand Lab 2.0 and a much stronger integration, because we do think that architectural services or architectural thinking
you know, the holisticness that we have seen in academic thinking for a long time. What is all architecture? That there are chances to broaden the delivery of architecture, sort of services of architecture makings on a broader service scale into the real market. And I think the fusion of architecture as a traditional profession with the agency and think tank and research unit, Brand Lab, that's something we also had time now to deal with in Corona. And fourthly, of course, you know, we are becoming virologists like every German and international member. Where I think if architecture don't work out, I'm going to get hired at the Charité and be a virologist or epidemiologist in the future profession. Well, that's I have all. A lot of friends who basically tell me that they now have time to read books, or they have binged what Netflix, and I don't know where they have take the time from. I'm extremely busy. Our experience also with the crisis of 10 years ago was when a crisis hits, architects tend to get really, really, really busy to think about the future and to somehow find the next shore to enter. Exactly. I think that that's the overall opinion. We just sit down, we try to find solutions, we try to help. When we had the refugee crisis here in Germany, there were tons of competitions where architects handed in proposals, you know, actually even worked for free in order to come up with a very quick solution. We were a little bit late thinking about all of that. Now we are always a little bit late, and then it hits us. You know, nobody we didn't know that the pandemic would hit, but now we are trying to make the best of it. And I also ask you, or I propose that if you want to show a few images of what you're working on right now, or just something that you are rethinking right now, you're totally welcome to share them with us now. And I read about the Brand Lab. Great idea. Congratulations. Yeah, thank you. Well, we're delivering a couple of competitions at the moment that I can't show. Why not? Too bad. Yeah, too bad. No, after our breakdowns here at our technology front, all my images are gone right now. So, but what we can do is I can walk around for a minute. And with you, and in the background, you will see a couple of things that are on our walls, and they're going to be blurry enough that you can't tell exactly what it is. Perfect. Okay. I'm going to unplug that super microphone, and we're going to go back to a standard microphone. Oh, no, maybe I can just carry this. Show us your partner, or did he go away? He's shy. He was going to go away. Okay. So you can see we are back in the office on a voluntary basis. You know, we can accommodate roughly 50 to 60% of the people, but most people have not yet come back. And here you can see sort of our competition wall. I'm going to go a little closer. But, nice little stuff. Some stuff for Berlin that we just handed in. The Siemensstadt that we did not get anything from. Charité Extension that is happening. Big office park here in Berlin that is already commissioned. So we can show that for sure. But still, a lot of people are still in home office. Mm-hmm. And here you can see Lars working away. And Thomas. Hi, Lars. We're here. Beautiful desk. Yeah, that's our King Arthur's desk with a dent. We all sit, all the partners sit on one table. I love it. And you have benches in the window. It's really good to see this creative environment. And I'm happy to see that your office, and I'm not seeing it's not very tidy, but there's a lot of inspiration, a lot of stuff around. We love to work the same way. I'm always afraid of super clean desks, you know, with nothing going on. But this looks better than it has ever looked.
Here comes the construction department. Well, here comes our machine park. Is everybody, you know, as a professor, you have a much better machine park, I'm assuming, but, you know, we have a little laser, a couple of 3D prints. We have a machine park that's closed off right now. So we're sending our STL and PDF files into the school that we all can't enter. And so it's a remote office. Wow. Yeah. And so you can see people are still here, but it's a little bit of a subdued atmosphere. I'm going to go back into the real well-lit studio space here. So let me ask you one thing about, you know, how you're going to deal with your office in the future. I mean, assuming that Corona will stick around for a while until we have a drug that we can take or something else or antibodies that we can inject in our bodies or something. Are you thinking about doing 50-50, you know, considering keeping people in home office and I mean, a lot of offices are thinking about that because maybe we have this thing for a year or two, maybe not. Yeah, we decided to cross that bridge when we get there. Technology wise, we are pretty flexible. Mm-hmm. So far, it looks like that just because of the external circumstances, people having kids, or they are afraid, or they have medical, you know, preconditions and stuff like that. It seems like that at the moment, or it just kind of happens by itself, that people will divide into 40% home office and 60% office workers, which is what we can basically accommodate here. We are lucky to have a pretty large space. And then we'll see. It's as you said, it's a long distance run with a couple of waypoints that we don't know yet. And we had a discussion with Green City yesterday, you know, who was thinking about maybe, you know, doing smaller offices in the future. And we were saying this shouldn't be the answer. You know, maybe we need even more space. Maybe we need better acoustics. But, you know, we also always try to get you know, good ideas out of that crisis and not hide or go back into the future, go forward into the future. So in terms of predictions, how is it gonna influence architecture in general? I know it's again a super huge question, but I know that you're thinkers and that you already have some ideas. Yeah, we talk particularly also in our book, thinking about, you know, how is that quite well discussed trend of new work environments and new work identities going to change? Because we consider that market to be really a problematic field. That's where people can save money. They can stay where they are. All that sort of shared economy, open floor plan, shared kitchen, living room, that are all these discussions in the working environment that will become under investigations. And we're not sure yet where this will go. One of the interesting things that will happen is, that's already in the making, is when home office becomes part of an Arbeitsschutzrichtlinien discussion. Because every employee has the right to have all his Arbeitsschutzrichtlinien also be taken care of in his home office environment. And so far that nobody's doing that, of course. So there's going to be a couple of interesting effects that we see, how, you know, the office market in itself changes, but also basically how furniture or inexpensive flexible equipment for the home office environment that is not yet equipped to really ergonomically, light-wise, furniture-wise, acoustic-wise, privacy from kids that are not in school-wise, all these kind of things will happen. And they will happen because there will be legal pressure by people suing their employees to force people to work at home, or, you know, who are forced to work, have people work at home. So that's one thing that we are thinking about, how it really, on a larger scale, urbanly will affect the mobility. I think mobility in urban environments will definitely get a hit.
all the fantasies of how, you know, we are going to get rid of individual transportation, and all, you know, go back to the mid-60s dream of public transportation that is collectively shared. That's going to be under investigation, particularly for long distance commuters, etc., who can't take a bicycle, or winter transportation in German climate zones and stuff like that. So what's going to happen to the density in housing discussion in Berlin, which is was a very important discussion all the time before we had this crisis? We'll be forced, I think, or we will see a trend for people to want their own safe bubble. And so that one mega trend that we have been seeing, I think, will continue, that people want to share, have mini apartments. With that, I mean mini dense apartment buildings, not tiny houses. I mean, we all know that tiny houses is a nice thing, but definitely will create the biggest urban sprawl in Europe's history if we really continue thinking of that as a solution. So I think we'll see that. I think all these co-living, co-working, co-traveling models are under attack. They have to be reinvestigated. People will have fear to be exposed to the behaviors of others that they can't control in a mutual space. They will want their private space. So we will, I think, see a reliving of kind of a Biedermeier mindset that will change architecture typologies and the urban place. You know, in an interesting way, I was, we talked, I think, 6 or 7 weeks ago when this started, and, you know, how are we going to deal with our offices and so on. But a few weeks before that, I met you at the Architecture Gallery, where you were launching your new book on, let's say, mountain cottages. Is that the right translation? Yeah. And, you know, you were carrying your son with you the whole time, and you were doing the lecture, and you were doing the interviews, and you were talking with all the interested people who came to see your lecture. It must have been really great to have a few weeks at home and be with your family the whole time. I mean, you know, don't you miss that already? Yeah, no, it is awesome. You know, ask Maria. She she took the brunt of it. You know, of the school closure. In a kind of unfortunate traditional job split that we had to do, because I had to take care of business here. But it was definitely a strange intensification of the private sides of life. Having to stay with your family, or in Berlin, within the Berlin rules, you could meet one-on-one a stranger. So you had all these bilateral sort of conversations. You had a lot of outs, nothing that was so unusual for me, because I like it anyway, but a lot of people were meeting outdoors, you know, so the sidewalk, the parks, the traditional Spaziergang suddenly became an urban format that a lot of people catered, not sitting around, not being in restaurants, not being in a bar, but walking together. So I thought that was also an interesting behaviorism that we could see. The urban flounder is back, yeah. And yeah. I think that your book about cottages is more relevant than ever, because wouldn't anybody dream about having a cottage right now? Well, I think people who can rent cottages in the Alps have a much better future than big hotels. Absolutely, yeah. For sure. Yeah, yeah. And we're thinking about a follow-up now. Actually, I'm meeting the editor today. This book was kind of a nice relaxation, because it was not so much about avant-garde and the future and intellectual sort of an intellectual fight club. It was romantic. It was Arcadian in a way, and it was. And I know you are having those same sort of background dreams for your life. It was that sort of when I retire. When I have retired. But you know, I have been watching you three guys, and I think that. You know, you did the Biennale. That's an amazing step to have made. You came out with your own craft beer. I mean, come on, who can say that about themselves, right? One of your partners went to Italy on a stipend. You
you made this book with Maria, and you know, so I think that I know that Thomas, he even has a choir. So I think, first of all, I always appreciate with you guys that you know, you have tons of interests, and that you completely combine them, and that it all influences your architecture. And I also had the feeling that you, after the Biennale, you were branching out even more freely, because maybe it's just something that done that, and now we're freer. Did it feel that way? Yes. It was also, you know, we tasted the blood. We wanted more. Yeah, that was the typology of owning, temporarily being given the format of communicating with a larger audience, that is by the institutional authority that you are given through this role, like you as a professor. But the Biennale is that one megaphone, you know, that's probably the loudest in our profession that happens every 2 years. And it kind of makes you a little bit of a junkie, not to say the vanity of part of it, but it's like, wow, that was interesting. We had many interesting conversations. We had really the time to reflect and do things on a larger trajectory, even if it's just a year, to try to mature something. And so, yes, we branched out, but it kind of, we want to do it again. Shit, why didn't we do it this way? Why didn't we do it that way? And so I think as an additional piece of costume for your identity as an architect, as a set of clothes you can put on for a job here and there, it made us curious to do a little bit more. But of course, you can only do it once in your lifetime. Now it's others to do, but there are other opportunities like that to. The main pavilion has it coming, I would say, you know. You obviously need some goals for the future. Can we take like a 2 minute break? Well, I think that we discussed a lot of the topics that are going to be super interesting for all our listeners, you know, students, architects, people from all kinds of different fields. And that's why I came up with that question. All three of you have a lot of other things that you are passionate about other than architecture. I think that is super important. That also will help you create solutions for the future. We all do. And hopefully that you get the main pavilion one day, or even, you know, something even bigger. Who knows? We should be together, Ruth. Oh yeah, I'm ready. I know. I don't know if the world is, but I am. We make the world wait for us. Well, it was really great to talk to you, and maybe you stay online after I ask Alex to switch us off. I see you later tonight. We start at 5 o'clock, and I think that our interview will be shown around 6, and that people will have questions and so on. And it will be in an archive, so people can revisit, and also we will talk again, you know, as soon as we all learn even more about the future, or have more predictions about mega trends, or how we will change, or will have to change the work environment or the city or mobility concepts and so on. And the one thing I didn't even ask you, also it's such an important topic with craft, is the topic of sustainability. I have the feeling that, you know, you already did a pavilion that you placed all over the world. You know, we don't have an image here right now, but I think everybody can Google that and see that on a web page. What's your thought on how important is sustainability going to be in the building industry after this? Yeah, I think it has, luckily, it has become part of the natural DNA, the legal DNA, the client expectation DNA. It is within all young architects that leave school, a mandatory prerequisite that they used to screen offices. So luckily, I think it's so deeply installed in the profession now that it will
not go away anymore. And it's also good for a topic like that, that it becomes normal. Yeah, it's like a building code versus a hyped fashionable thing. So I think we're seeing this right now, because one thing that we didn't talk about, we are building our own office building right now in Berlin. Cool. And of course, you know, we're trying to do the best with the corona crisis and the slowdown in the construction market. We're also trying to do some nice things about low-tech sustainability. So we are kind of fans from, while we are fans of digital toolboxes for creating architecture, we're not necessarily people who think that our houses need more and more gadgets for everything. So we're trying to do a kind of low-tech, hand-operated sort of cool building that does not need that much machinery. But it's kind of fun. It's kind of scary also to be your own client, so to speak. But I would say it was really about time for a Graft headquarter. And I'm super, super happy that you're just pushing the future. And it gives me a lot of hope. I think my students will really love this talk because, they also need to know there's a bright and maybe a difficult future, but there is a future, and there will be super interesting things to do. Yeah, I mean, come on. Designers are problem solvers. You want problems. Why would you want a perfect life? I mean, you want to go for it. And if you talk to my mom, the toilet paper crisis happened in Germany. The only thing she could say, well, we used newspaper that I needed to cut into pieces when I was 9 at your grandfather's house. Well, stop whining so this is our construction site. Can you see it? All right, that was really fun talking to you. Now I'm going to go out and see if I can get a new client. Okay, perfect. You do that. Good luck. Say hello to your partners. Love to all of you. And we will stop the recording now. And I see you later. And this is waving on Zoom or clapping on Zoom. No sound. See you soon. Cheers. Ciao. Ciao. Schönen guten Abend, liebe Freunde. Hallo Rainer Pirz, Diplompsychologe und soll man sagen, mein Psychotherapeut, mein Shrink von Zwischenraum.org und Mathieu Wellner, Architekt, Architekturtheoretiker, Kurator, Dozent an vielen Hochschulen, auch immer wieder bei uns, online und offline und analog und digital dabei, sehr geschätzt von allen Studenten und auf dem Weg zum Mediator, macht schon Mediator. Rainer, wir haben uns vor vielen Jahren eigentlich privat kennengelernt, genauso wie man eigentlich seinen Psychotherapeuten unter Umständen nicht kennenlernt normalerweise, denn man sollte den gar nicht kennen. Wir haben uns aber bei einem Abendessen kennengelernt, haben die ganze Nacht durchdiskutiert und und seitdem berätst du mich immer wieder, wenn ich Ängste habe, wenn ich Lösungen brauche, wenn ich neue Wege gehen will und so weiter. Und ich bin super dankbar, dass du mich auf dem Weg begleitest. Bei einer Abbruchparty für eine Baustelle, die wir im Büro haben, hast du Mathieu kennengelernt und ihr beide arbeitet inzwischen auch zusammen und deswegen dachte ich mir, ich lasse euch beide mal einen Dialog führen und ich notiere mir ein paar Fragen und bin dann gleich wieder bei euch, um euch noch mehr zu löchern. Danke. Ja, hallo Rainer. Ja, grüß dich. Hi. Ist ja schön. Ich habe mir nochmal das Zwischenraum-Manifest durchgelesen. Ja. Ich fand das sehr interessant, weil das ja vielleicht auch ein bisschen die Verbindung ist zwischen deine Arbeit als Psychologe und als Coach und unsere Arbeit als Planer, als Architekten, als Vermittler. Mir ist da aufgefallen, dass es doch da auch relativ viele Gemeinsamkeiten gibt. Vielleicht
also vielleicht die größte Gemeinsamkeit, die Wichtigkeit des Zwischenraums an sich, wenn ich das jetzt mal so räumlich verräumliche, als Ort, in dem wichtige Dinge passieren, der ja vielleicht in der Architektur gar nicht mehr so wirklich da ist, weil die Räume ja sehr stark auch getrennt sind nach Funktionen. Und gerade auch diese Zeit mit Corona zeigt ja auch, dass diese Zwischenräume jetzt neue Wichtigkeit bekommen, wie der Balkon, ja, der jetzt auch so der Zwischenraum ist zwischen Innen und Außen, oder vielleicht auch das Treppenhaus in einem Mietshaus, in dem man sich noch trifft, obwohl man sich ja gerade wenig trifft. Ist das natürlich ein bisschen banalisierend, aber kann man schon auch sagen, dass diese Zwischenräume, diese gebauten Zwischenräume, die jetzt keine feste Funktion haben, sondern die so Halbfunktionen haben und so Dinge ermöglichen, dass die für dich wichtige Räume sind? Ja, also enorm wichtig. Ich muss sagen, im Laufe von 10, 15 Jahren habe ich gemerkt, ohne Zwischenräume geht gar nichts. Das heißt, es kommt darauf an, dass Platz ist, so wie beim Knie, dass beim Knie auch Platz ist, dass der Unterschenkel und der Oberschenkel sich bewegen können. Man braucht also Platz, Zwischenräume, damit Unterschiedliches miteinander funktioniert und miteinander spielen kann. Und ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die alles perfekt organisieren will und Zwischenräume, also auch Pausenräume, wo Leute sich miteinander in Bezug setzen, wo sie miteinander reden, manchmal auch über jemand reden, was auch passiert, was ich nicht so doll finde, wenn jemand nicht da ist, über jemanden zu reden, aber wo man miteinander sich in Bezug setzt und wo Unterschiedliches aufeinander trifft. Das sind Räume des Lebens und dort ist Lebendigkeit und dort passiert eigentlich das wirklich Wichtige im Leben. Bei jedem Kongress sind eigentlich die Begegnungen zwischen den Leuten in den Pausen viel wichtiger als das, was am Kongress erzählt wird, ist meine Meinung. Und für die Personen selbst, weil du schreibst ja in diesem Manifest auch, dass im Grunde ja überhaupt nicht mehr dieser Raum gelassen wird, also der Raum auf jeden Fall, Raum im Sinne von Zeit, dass man sich überhaupt nicht mehr Zeit nimmt, wie zum Beispiel an nichts zu denken für sich selbst, anstatt immer wieder sich abzulenken mit diesem und jenem. Man sieht ja auch kaum Leute joggen, die nicht noch Kopfhörer hätten, in denen sie noch Musik hören oder Podcasts hören. Also man ist quasi ständig beschäftigt mit vielen Dingen gleichzeitig und der Zwischenraum wäre dann eben, dass man jetzt nichts anderes macht als gehen oder laufen. Ja, ich finde, du sagst es sehr gut. Wir haben jedenfalls bis zur Corona-Pandemie so gelebt, dass viele von uns gesagt haben, nach der Sendung ist vor der Sendung. Bei mir war das jetzt gerade auch wieder so. Ich war gerade fertig mit dem Coaching und schon kommt die nächste Aufgabe oder das nächste schöne Aufgabe auf mich zu, ja. Ich habe mir allerdings, ehrlich gesagt, das kann ich euch ja verraten, ich habe mir 5 Minuten Zeit genommen, nur mal für mich und einfach mal losgelassen und gesagt, hey, und jetzt atme mal tief durch, lass los, lass jetzt diesen Gespräch, worüber wir ein sehr spannendes Gespräch hatten, lass das los. Es ist geheim, ich darf es nicht erzählen, was ich beim Coaching mache, da stehe ich unter Schweigepflicht. Aber lass mal los und jetzt stell dir vor, jetzt taucht gleich die Ruth auf und der Mathieu und mal schauen, was wir da machen. Also ich musste mich innerlich auch umpositionieren und von einem Büro irgendwo in der Schweiz, wo ich Teamführungskräfte berate, gehe ich jetzt plötzlich hier zu Yes Architecture und diese Zwischenräume, die gönnen wir uns nicht mehr. Also wir haben, es gibt kaum noch eine Dämmerung irgendwo. Sobald es schon irgendwie düster wird, geht schon sofort das Licht an.
Es gibt kaum Sonnenaufgänge, weil die Nacht in den Tag reingeht. Mhm. Und obwohl es eines der schönsten Erlebnisse ist, dieses Twilight, wo das ineinander spielt und wo das Dunkle mit dem Hellen anfängt, das ist so ein rosa Moment, ein wunderschöner Moment, den man einfach immer wieder erleben mag, weil er so lebendig ist. Also was mir ja gut gefällt mit dieser Zwischenraumidee ist, dass ich das Gefühl habe, dass sie auch verdeutlicht, was jetzt auch das Städtische betrifft. Ja, das Städtische, so wie wir das sehen, das Städtische noch im Sinne von dieser alten mittelalterlichen Stadt, wo Wohnen und Arbeiten in einem Haus war, wo es nicht funktional getrennt wurde, wo sich Leute auch sehr, sehr zufälliger vielleicht noch begegnen und nicht von der Wohnung zur Arbeit, von der Arbeit zur Wohnung, zum Sport in ein Studio, sondern dass es vielleicht noch alles, also im Sinne von nicht entweder oder, sondern wie Ulrich Beck oder Römer von Thorn sagt, und, ja. Also bei Zwischenraum, da ist halt alles möglich. Das ist dieser Stadtraum. Also ich würde quasi als Zwischenraum jetzt, morphologisch würde ich jetzt den Leerraum nehmen zwischen den Häusern. Ja, sehr schön. Mhm. Ja. Und da ist ja alles möglich. Ein Raum, der jetzt gerade leerer ist als sonst. Ja. Oder kurzzeitig leerer war als sonst. Und dann hat sich eben diese Gesellschaft so in die Innenräume mehr oder weniger in Quarantäne. Quarantäne ist ja auch ein Zwischenraum, eine Zwischenzeit, ja, barrikadiert und hat dann dort in diesen privaten Räumen gewohnt und auch gearbeitet. Dann wurde es noch auch so Schulersatz, ja, für die Kinder haben. Es wurde dann auch, also das ist doch auch eine ganz interessante Situation. Gleichzeitig verschwindet dann da aber auch so ein bisschen der Raum für einen selbst. Also es ist quasi alles belegt mit Funktionen. Ja. Richtig. Diese Vermüllung der Zwischenräume, also diese Überbelegung der Zwischenräume, da wird ja alles reingepackt. Kurz mal aufs Laptop schauen, kurz eine SMS schicken, was ist noch sonst noch reingekommen, schnell einen Kaffee holen. Die Zwischenräume sind enorm vermüllt. Und ich sage mal, es vermüllt, weil einfach Zwischenraum ist ein Raum, der Platz braucht. Du hast vorhin von Leere gesprochen. Wichtig ist es, dass die Leere Platz greift. Aber wir Menschen haben in einer Gesellschaft, die so übervoll ist mit allem, oft sehr große Angst vor Leere. Also ich habe Klienten, die sagen, um Gottes Willen, ich halte es nicht aus, 10 Minuten schweigen, ich werde wahnsinnig. Aber wenn ich meinen Job habe, dann geht das tak, 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 ja. Und diese Leere entstehen lassen, ist was ganz, ganz Wertvolles, weil, und da denke ich wieder an meinen Lehrer, den Fritz Perls, diesen Gestalttherapeuten aus Kalifornien, wo ich, an dessen Schüler ich gelernt habe auch, der Earth Polster, Miriam Polster in San Diego, da habe ich Coaching, Gestalttherapie gelernt. Und die sagen halt, hey, wo etwas ganz leer ist, ist auch etwas ganz voll. Mhm. Es ist in der Leere alles enthalten. Alle Möglichkeiten der Bezugssetzung, wie man sich miteinander in Bezug setzt, ist genau an dieser Stelle. Nur, wenn dieser Raum vermüllt ist oder wenn wir Angst haben vor den leeren Räumen, dann wird es schwierig für eine Gesellschaft, weil dann werden nur noch Gewohnheiten wiederholt. Dann wird das alte Gewohnte immer noch gemacht und immer wieder gemacht und es entsteht nichts Neues. Deswegen ist für euch Architekten es ungeheuer wichtig, dass ihr immer diese Zwischenräume auch wirklich mit berücksichtigt und ihnen den Wert gibt, auch als leerer Raum, denn dort kann viel, viel geschehen. Ja, in der japanischen Kultur spricht man ja auch vom das Ma, Ma, M-A, ist ja eben dieser Zwischenraum.
Das ist der öffentliche Raum. Das ist der Raum voller unterschiedlicher Aktivitäten, die nicht nur Erschließung sind, sondern die auch Rituale sein können oder die man sich auch aneignen kann mit quasi Pflanzen und solchen Dingen. Aber das zeigt doch dann auch, wie wichtig es ist, dass dieser, wenn wir im öffentlichen Raum bleiben als Zwischenraum, dass der öffentlich bleibt. Unbedingt. Also wenn der besetzt wird von Interessen, dass jemand sagt, diesen Raum, den nehme ich als Werbefläche für mich, dann kann da nicht viel passieren. Da passiert vielleicht was zwischen dem Werbeplakat und dem, der das Plakat anschaut, dass er sagt, das muss ich mir auch noch kaufen oder vielleicht das kaufe ich mir nicht. Aber viel Kreatives kann da nicht entstehen, sondern es muss ein Raum sein, wo Unterschiedliches zusammenkommt. Ich unterscheide zwischen konstruktiven Zwischenräumen und destruktiven. Vielleicht darf ich das noch kurz sagen an der Stelle. Für mich ist ein destruktiver Zwischenraum, wenn starke Gegensätze aufeinandertreffen. Das muss man auch politisch sehen. Wenn ein Mensch, der bereit ist zu diskutieren, auf einen Menschen trifft, der sagt, das interessiert mich alles nicht, was du willst, ich weiß, was richtig ist. Das kann übrigens auch in der Schule passieren, nicht nur im politischen Raum. Dann treffen zwei Gegensätze aufeinander, die nichts miteinander anfangen können, es sei denn, sie verprügeln sich und dann gehen sie wieder. Das ist wenn sehr extreme Gegensätze, das sehe ich auch in der Psychotherapie, wenn Leute vom Himmel zu Himmel hoch jauchzen, sagen wir mal ganz zu Tode betrübt, also wenn die in sich solche Gegensatzpaare haben, dann ist das Leben furchtbar schwer, weil das sind riesige Spannungsfelder und die fressen so viel Energie. Ja. Mhm. Das ist für mich ein sehr schwieriger Raum, wo ich sagen würde, das ist ein destruktiver Zwischenraum, da muss man sehr, sehr achtsam mit umgehen und da braucht es oft Therapie, damit die Menschen damit umgehen lernen, mit diesen großen Unterschieden in ihnen zwischen den Extremen. Aber ein konstruktiver Zwischenraum ist was Tolles. Was wäre das, ein konstruktiver Zwischenraum? Ein konstruktiver Zwischenraum ist so, dass der Abstand zwischen den Polaritäten, zwischen den Gegensätzen so ist, dass die beiden Gegensätze, ich mache jetzt diese Tanzbewegung, dass die beiden Gegensätze miteinander anfangen zu schwingen, dass das eine für den anderen interessant ist, so zwischen Männern und Frauen zum Beispiel, aber auch Männern und Männern, je nachdem, oder Frauen und Frauen, whatever. Es ist so, wenn das plötzlich wie beim Flirten so passiert, dass man Interesse hat am anderen, aber sein eigenes behalten möchte, dann geht das hin und her. Dann fangen Prozesse an, die auch auf eine Integration hinlaufen. Dann kann nämlich was Neues entstehen. Also Salomon Friedländer, Neokantianer, der spricht von der schöpferischen Indifferenz und sagt, genau dort, wo die Gegensätze aufeinandertreffen, dort ist das Indifferente Neue und da kommen die neuen Dinge auf die Welt. Und ich hoffe, dass diese Corona-Krise auch viel Neues auf die Welt bringen wird, weil viele Leute haben, oder wir alle haben irgendwie, muss man mit einbeziehen, darunter gelitten. Und das gibt auch eine Belohnung. Die Belohnung, dass etwas einfach sich verändert. Dass Neues entsteht aus dem Leiden, aber auch aus neuen Möglichkeiten, die sich jetzt zeigen. Ich habe vor zwei Tagen ein Interview bei Snapchat gemacht und da zeigt sich, dass die Generation Z, das sind die 14 bis 25, 27-Jährigen, dass diese Generation Z die Möglichkeit hat, weil sie so eine gute Beherrschung der digitalen Medien bereits von Anfang an mitbekommen hat, dass man merkt, hey, das ist toll, wenn wir uns persönlich treffen, wir machen was zusammen, aber es ist auch toll, wenn wir uns virtuell treffen. Und so kann auch da zwischen diesen beiden Gegensatzpolen, die immer so im Entweder-Oder waren, wie du sagst, kann plötzlich ein Swing kommen und da können ganz neue Sachen organisiert werden, die poppen daraus und plötzlich gibt es dann eine ungewöhnliche Form der Demo zum Beispiel.
Ja, also im Grunde ist es ja tatsächlich so gewesen, dass die letzten 2 Monate die Teenager sicher weniger unter dieser Quarantäne gelitten haben als Ja. die Rentner. Ja. Ja, also die einen wurden eher vereinsamten eher und die anderen haben vielleicht eher so diese digitale Kommunikation verstärkt und hatten dann quasi kein Extrem zum vorherigen Zustand, nur ein anderes Medium. Ja. Ja. Es gibt Untersuchungen, die man hat 1000 Jugendliche befragt, Snapchat, und die haben herausgefunden, dass die in dem Alter zu, glaube ich, 65% sich Sorgen machten um die ältere Generation. Sie waren also sehr empathisch und einfühlend. Das ist gut. Und ja, ich war auch überrascht, weil diese Idee dieser Corona-Party immer so rumging. Aber wenn man die Leute dann fragt, wie sie dazu stehen, die haben sich große Sorgen gemacht und sie haben sich gefragt, wie kann ich Hilfe anbieten? Was kann ich tun? Und wie kann ich mithelfen, dass diese Engpässe, die die alten, wie du sagst, alten Menschen haben oder älteren Menschen, dass die überwunden werden, dass man diese Räume irgendwie füllt mit irgendwas. Also das sage ich vielleicht ganz kurz in Satz und dann lasse ich euch wieder. Ich sage in den ersten Wochen, wir haben ja am 16.3. angefangen zu unterrichten, habe ich so oft auch mit den Tränen kämpfen müssen beim Unterrichten, weil man natürlich auch viel privater gesprochen hat, weil man sich nicht kennenlernen konnte, bevor das Semester losging und sich dann über Videochat kennengelernt hat und wie viele da in der Suppenküche austeilen helfen, wie viele einkaufen für ältere Leute, wie viele also wirklich bei Lieferdiensten mitmachen, hat mich, obwohl ich diese Krise auf eine Art auch sehr, sehr genießen kann, genau aus all den von dir angeführten Gründen, Rainer, doch so ganz, ganz oft auf eine schöne Art, also wahnsinnig gerührt. Also wie gesagt, es gibt ganz viel Empathie und es gibt ganz viele Leute, die mithelfen gerade. Ja, ich habe auch von Studenten gehört, die dann mit bei der Hopfenernte geholfen haben oder die einfach gesagt haben, wo können wir denn unsere Energie reingeben, wo sozusagen alles still zu stehen droht. Aber das ist natürlich auch sehr aus einer sehr bürgerlichen Perspektive betrachtet. Es gibt natürlich eine riesige Anzahl von Menschen, die ja gar nicht mal die Möglichkeit haben, überhaupt von solchen Dingen zu erfahren, von Ehrenämtern oder von irgendwelchen Agrarhilfen und die vielleicht aus diesem, ja, weil sie nicht verbunden sind, vielleicht mit der digitalen Welt oder andere Kanäle haben, da dann ja vielleicht so eingepfercht geblieben sind in ihren vielleicht zu kleinen Wohnungen, in vielleicht nicht so urbanen quasi Gegenden wie wir, also vielleicht in so suburbanen Gegenden. Das ist ja auch vielleicht ein ganz interessant, ja, sehr blöd, ein Fazit zu ziehen über eine Krise, die noch nicht vorbei ist, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass der Wert der eigenen Wohnung und der Wert des eigenen Umfelds natürlich sehr stark an Bedeutung gewonnen hat, oder? Also das ist doch offensichtlich, weil man ja selten alle zusammen in der Wohnung fast 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche jetzt auch war. Deswegen ist ja gut, Rainer, dich nochmal hier zu haben, um aus einer anderen Perspektive vielleicht für Zwischenräume, also für gute öffentliche Räume und für großzügige Wohnungen, vielleicht nicht mit großzügigen Zimmern, aber vielleicht das Großzügige wäre dann vielleicht das Vestibül oder der Flur oder die Terrasse, ja, zu werben als wichtige planerische Hilfen, um auch solche Momente besser zu überstehen, wenn man nicht raus kann. Ja, also ich bin der Meinung, es sollten wirklich, als Architekt sollte man darauf achten, dass es Begegnungsräume gibt, wo man sich auch physisch begegnen kann, wo man sich körperlich, was weiß ich, ans Geländer lehnt und den anderen in die Augen schaut und auch mal das Parfüm riecht vom Gegenüber oder was schmeckt, eine Pizza mitbekommt und dann mal reinbeißt und weiß, wer die gebacken hat und so. Und da ist diese physische Begegnung, die ja im Moment nicht besonders
hilfreich ist, diese physische Begegnung, aber die hat einen unglaublichen Wert. Ja. Und wenn die Architekten immer in die Richtung gehen sollten, die Leute voneinander zu trennen, my home is my castle und große Parks anlegen, in die keine Leute mehr reinkommen, außer dem Hilfs-Sheriffs, die da immer aufpassen, dass da nicht die Falschen reinkommen, oder das auch virtuell blockieren, dass die Falschen reinkommen, dann fängt es an, dass die Gesellschaft sich spaltet. Aber was wir brauchen, wir Menschen, wir brauchen dringend Kontakt und Begegnung mit anderen. Wir brauchen Resonanz und wir brauchen nicht eine Welt, die an uns vorbei konstruiert wird. Aber konstruieren kann man ja auch sehr, sehr einfach. Man kann ja auch addieren. Ja, also man wieder in dieser Idee von Stadt entweder oder und. Also Stadt entweder Wohnhaus oder Gewerbe, dann zu sagen, ja, das ist halt ein Wohnhaus und da ist vielleicht unten noch Gewerbe und dann ist vielleicht auf dem Dach eine Terrasse, wie in Zürich, wie in Venedig, wie in Rom, ja, so ein kollektiver Raum. Ja. Ja, oder es gibt vielleicht noch Räume in dem Haus, die keine Funktion haben. Ja. Das kann es ja auch geben und dann organisieren sich die Leute, die drin leben, um das zu tun. Also, also so diese Zwischenräume, die deiner Ansicht nach wirklich wichtig sind für die persönliche Gesundheit, für die gesellschaftliche quasi Stabilität fast, dass die quasi auch implementiert werden und nicht quasi unnötig sind. Also ich stimme dir da völlig zu, wenn man denkt, ich bin jetzt kein Architekt, aber ich habe mir dieses Atrium mal vorgestellt, da gibt es viele Möglichkeiten, viele Zugänge, da kann man von allen Seiten und unterschiedlichste Menschen können da in diesem Atrium sich treffen und sich austauschen, sich sehen, Ideen kreieren, die wieder mit zurücknehmen in ihre Räume und das ist so ein Raum, der mir gut gefällt. Und ich glaube auch, dass heute diese Räume so gebaut werden sollten, dass sie die Leute verlocken, auch wie diese italienische Piazza-Kultur, dass man rausgeht, dass man gerne rausgeht, dass man dass man andere Menschen trifft, dass man andere Meinungen hört, dass man auch gefühlsmäßig angesprochen wird. Ja? Mhm. Wir Menschen brauchen Leben. Es muss Räume geben, wo Lebendigkeit entsteht. Das sind Zwischenräume. Das Leben entsteht in den Zwischenräumen. Dort wird sie auch gezeugt letztlich. Also Räume, die eigentlich allen gehören. Ich habe kurz unterbrochen, Mathieu, stell deine Frage nochmal und dann muss ich uns nach 30 Minuten sozusagen kurz beenden. Aber stell die Frage noch. Soll der öffentliche Raum allen gehören, war deine Frage? Nein, die Frage war eigentlich zu sagen, ja, was ist denn die Res Publica, die Sache der Öffentlichkeit? Ist das im Endeffekt, dass vielleicht viele Räume, ob sie jetzt halb, also semi-öffentlich oder semi-privat sind, oder dass im Grunde was Rainer sagte, dass das Räume sind, die einladen. Das ist eine ganz schöne Definition. Wir sprechen in der Architektur oder in der Planung oft von Möglichkeitsräumen, was ja auch alles oder nichts bedeuten kann. Aber sehr schön, viel schöner finde ich jetzt die quasi psychologische Formulierung, dass es Räume sind, die einladen zu Dingen, von denen man ja beim Planen keine Ahnung hat, was da passieren könnte. Also dass man es einfach zulässt. Ja, und dass man die vielleicht auch wirklich fordert. Das ist eine schöne Forderung aus der Psychologie an die Architektur. Also ich kann mich nur noch mal bei euch beiden wahnsinnig bedanken. Also ich habe ganz viel mitgeschrieben, mehr als in langer Zeit, obwohl ich den ganzen Tag an diesem Device hier hänge. Ich finde es wahnsinnig schön, Mathieu, wie du den Rainer aufgefordert hast, den psychischen und den physischen Raum zu vergleichen, ja, und Zwischenräume und Balkone, Zwischenräume und öffentliche Orte und so weiter. Ich habe in letzter Zeit bei vielen Webinars eben auch vom Corona-Burnout gehört, was passiert, wenn man keine Mittagspause mehr einlegt, wenn man eben nicht diese Denkpausen, Rainer, die du dir auch genommen hast, bevor du mit uns ins Gespräch bist, mal 5 Minuten, ich lasse mich ein auf was Neues,
Ich hatte ein paar Wochen einen Kalender, wo ich immer alles rausgestrichen habe. Und wenn ich jetzt in meinen Kalender wieder gucke, dann bin ich zwar immer am gleichen Ort, am gleichen Sessel. Also ich wechsle ab und zu den Sessel. Ja. Und den Ort. Aber die Kalender sind wieder komplett voll, ja, sodass teilweise keine Zeit zum Mittagessen ist. Klar, wir haben jetzt auch die Rolling Bar angefangen, auch wieder selber schuld. Aber genau das ist es eben, glaube ich, auch mit dieser Angst und der Wut oder auch der Demut. Und jeder geht ja komplett anders mit dieser Krise um. Eben und dieser fehlenden Reisezeit, ja, ich habe Flüge und Züge genossen, einfach weil mich niemand erreichen konnte und das war meine Zeit und die Denkzeit und jetzt nehme ich mir die einfach in dieser Zeit und also ihr habt es super besprochen, wie man psychischen und physischen Raum schaffen sollte, damit neue Dinge entstehen können und ich schätze euch deswegen so sehr, weil ich einfach weiß, dass bei euch auch neue Dinge entstehen. Und ich hoffe ganz einfach, dass wir heute alle angeregt haben, keine Angst vor der Leere zu haben und diese neuen Gedanken und Riesenideen und das Neue einfach zuzulassen. Ihr dürft beide gerne nochmal was sagen. Ja, genau. Ja, genau. Super. Wunderbar formuliert, finde ich. Diesen Mut in diese engen Räume, zu weiten, indem dort wieder das Leben pulsieren kann, was dort auch hingehört. Das sind Verbindungsräume. Und die wurden lange Zeit missachtet, wie jetzt schon gesagt wurde, sie wurden missbraucht und gefüllt mit allen möglichen Quatsch. Und wir brauchen dort die lebendige Begegnung. Und ich glaube, du hast auch formuliert, dass wir Erlebnisräume brauchen, Begegnungsräume, dass wir vielleicht statt totaler Verdichtung auch, das kann man machen, was Wohnraum angeht, aber vielleicht muss dann im öffentlichen Raum mehr Platz geschaffen werden. Das werden wir sicher noch mit vielen anderen Menschen in dieser Reihe jetzt diskutieren. Und bitte bleibt noch online, wir sprechen ein bisschen weiter. Wir machen jetzt hier mal einen Cut, aber dann möchte ich mit euch noch ein bisschen weiter diskutieren. Ich bedanke mich total herzlich. Also ihr habt wieder einen Riesenraum in meinem Herzen aufgemacht und wir machen das sicher ganz bald wieder. Grüße nach Italien, Grüße in die Weiterstraße und bleibt dran. Bussi. Bye, bye. Ciao.